Vielleicht ist das hier die Fortsetzung meiner Selbstreflexion, Ergänzung von Gedanken oder eine Art Aversion gegen sämtliche von den von mir angesprochenen Dingen. Selbst versucht, diese Zweifel wieder in Ordnung zu bringen. Um von vorn zu beginnen, ich hab so vieles gelernt. Ich denke, es kann nur helfen, wenn man sich von Zweifeln entfernt. Zumindest schwirrten nach dem Song 1000 Gedanken in mir. Wenn man gar nichts dagegen tut, kann man eigentlich nur verlieren. Oder nicht, es ist leider nur sehr schwer zu erklären. Doch irgendwie hab ich's geschafft, mich von alledem zu entfernen. Klingt schon merkwürdig, wenn man das nach paar Monaten sagt. In einer Welt wie dieser ist jeder Tag schon ein neuer Start. Denn irgendwie hab ich gelernt, alles viel leichter zu nehmen. Mich auf Dinge zu konzentrieren, die dem Leben Charakter geben. Damit meine ich nicht, Zweifel komplett zu verdrängen, sondern mit schönen Momenten, die man hier sieht, zu bekämpfen. Schau im Leben auf Momente, die du liebst. Man lebt so schnell, dass man sie oftmals gar nicht sieht. Doch dass es mehr Gutes als Negatives gibt, fühlt man erst dann, wenn man dem Schlechten seine Wichtigkeit entzieht. Darum mach aus jedem Tag hier etwas Neues. Wer ständig durchs Leben rennt, ey, glaub mir, der bereut es. Nimm dir Zeit und sieh, was es dir gibt. Dann bemerkst du vielleicht auch, dass das Gute oft überwiegt. In einer Zeit, in der für einige die Welt zerbricht, hab ich gemerkt, dass es wirklich noch so viel Wichtigeres gibt, als sich ständig über all das, was dir fehlt, zu beschweren. Nämlich Zufriedenheit aus dem, was man schon hat, zu erlernen. In einem reichen Land wie diesem klingt es echt wie ein Witz. Ich erwisch mich viel zu oft abends, wie ich vorm Fenster sitz und still und leise ganz lange den Sonnenuntergang schau. Selbst an dunklen Tagen ist nur der Wolkenhimmel grau. Es ist im Grunde eine Sache der Perspektive. Nimm mir dich ein, bei alles gibt es so vieles, was dir noch bliebe. Von den Abende mit Freunden will ich nie mehr einen verpassen. Es sind Momente wie diese, die mich Schlechtes vergessen lassen. Arbeit heißt für mich ja auch Zeit zu verbringen, mit Kollegen gemeinsam arbeiten, lachen und in Teamarbeit was bewegen. Diese Momente wertzuschätzen kann auf Zweifel verwehen. In dieser Welt, in der wir leben, kann man sehr schnell verstehen. Ein erfüllender Moment glänzt nicht durch seinen Bombast, sondern weil er auch, wenn er klein ist, wenn man ihn braucht, einfach passt. Glaub mir, Gedanken an Zukunft machen mir immer noch Angst. Doch wer ständig nach vorn schaut, verpasst im Jetzt seine Chance. Schau im Leben auf Momente, die du liebst. Man lebt so schnell, dass man sie oftmals gar nicht sieht. Doch dass es mehr Gutes als Negatives gibt, fühlt man erst dann, wenn man dem Schlechten seine Wichtigkeit entzieht. Darum mach aus jedem Tag hier etwas Neues. Wer ständig durchs Leben rennt, hey, yo, glaub mir, der bereut es. Nimm dir Zeit und sieh, was es dir gibt. Dann bemerkst du vielleicht auch, dass das Gute oft überwiegt. Ich schaffe es öfter, Momente damals mit dir zu vergessen, denn ein Neuanfang heißt, alte Kapitel zu beenden.